begrüße euch natürlich zurück zum Let's Play von Fable Anniversary. Es ist Samstag, der... Fragt mich nicht, was sagt der PC? Es ist Samstag, der 18.07., also jetzt auch tatsächlich in dem Moment, wo ich aufnehme. Wir haben es jetzt 0.11 Uhr an einem, naja, mehr oder weniger kalt, warmen Wochenendtag. Es soll ja wohl wieder ein bisschen wärmer werden. Ach, nicht stimmt, es ist gar nicht Samstag, es ist Freitag. Ich bin schon durch, kann natürlich gehen, wenn man arbeiten geht, das ist, man hält alles für Samstag. Montag ist Samstag, Dienstag ist Samstag, Mittwoch ist Samstag. Außer Sonntag, der ist ein Freitag. Bleibt Sonntag. Ach, egal. Hört nicht auf das, was ich gesagt habe. Wir wollen uns auch mal gar nicht damit aufhalten, sondern starten mal direkt wieder ins Game nach etlosen Folgen, nach etlosen Monaten, Wochen, Jahren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange es schon wieder her ist. Nee, Jahre waren es auf keinen Fall. Waren es ja? Nee, Monate waren es, glaube ich. Der Tatenlosigkeit hauen wir uns mal wieder rein ins Game. Und ich würde sagen, weiterspielen? Weiterspielen, stimmt das? Ihr merkt schon wieder, ich bin total Brain AFK. Ich weiß gar nicht, was hatten wir jetzt da? Kontrollpunkt. Komm, wir machen mal weiterspielen. Ich erinnere mich noch ganz dunkel, dass ich an irgendeiner Stelle ein wenig ausgerastet bin. Da so, mit Architekt retten und so. Also der Architekt. Aber ansonsten erinnere ich mich eigentlich an nicht mehr viel. Merkwürdig. Na egal, wir schauen einfach mal. Oh Gott, die Steuerung wird ja wieder ein herrlich, herrlich. Ich freue mich drauf. Ja. Ist ja nicht das einzige Spiel, was weitergeht. Borderlands geht ja genauso in die nächste Runde. Und ja, was jetzt dann auch noch folgen wird, Singularity, nochmal so als Info, hat der ein oder andere gemerkt, ist wieder in die reguläre Spalte gerutscht, so wie es angekündigt hat, die in schon einem anderen Video. Weil es sind tatsächlich genau 5 Folgen rausgesprungen. Da habe ich auch ein bisschen geguckt, selber wie ein Eimer von der Art her, weil... Dass das so klappt, das hat man sehr selten. Also ich meine natürlich, das war von also das habe ich so geplant, das wusste ich so im Voraus schon. Was ist das für ein Wandanus? Hallo? Wo geht's da hin? Warum war das ein Geheimausgang? Ach, ich frage gar nicht erst. Ach so, ja, das war die. Ich verstehe. Lass mich raus, ich will hier nicht hin. Hallo? Das Spiel mobbt mich, es will mich nicht mehr rauslassen. Oh, ja, ja. So hat sich das an, wenn ich dann nach 2 Tagen mal wieder ins Badezimmer gehe. Und vom Duschen noch die ganzen Wände nass sind. Schön. Ich finde auch unseren Heiligenschein schön. Warte, da kommt da. Also es ist, ist eigentlich auch eine LP, ne? So eine leichte. Nur für Vinyl hat es noch nicht gereicht. So, dann gehen wir mal weiter. Beziehungsweise, ich will hier raus. Ach, geht doch. So, jetzt sind wir mal wieder in heimischen Gefilden. Wir müssen auf jeden Fall gleich mal die Questlogs durchstöbern, um herauszufinden, was wir überhaupt machen wollten. Aber ich glaube, da war ja irgendwie was mit Quests, dass da keine mehr waren, ne? So ganz dunkel meine ich mich dran zu erinnern. Ich habe aber auch keine wirkliche Lust, jetzt nochmal mit den Architekten mich da mit der Zeit totzuhauen, weil im jetzigen Zustand... Der knötert mir gerade die Ohren voll. So, was haben wir denn hier? Die Hierarchie der Waffen. Info. So. Die in Albion gebräuchlichen Nahkampfwaffen lassen sich grob in 4... Du Scheißbuch. Manu. Ich will wieder nach oben scrollen. Starsch. Geh wieder nach oben. Oh, da kommt's ja schon. Also. Wo waren wir denn stehen geblieben? Genau, lassen Sie sich grob in 4 Kategorien einteilen. Ihre Materialien und den jeweiligen Herstellungsprozess entsprechend. Die erste Gruppe umfasst die schwächsten Waffen aus Eisen, in der Regel vom Schmieden gefertigt. Schon bessere sind Stahlwaffen, sind stärker, leichter und ich hab... Mann, ich fühle mich wieder gemobbt. Wäre doch viel einfacher, wenn man selber scrollen durfte. Aber okay, lass was.
Leichter und schon besser sind Stahlwaffen. Sie sind stärker, leichter und schärfer. Nur die Stahlmeister können sie erschaffen. In die nächste Kategorie gehören Gegenstände aus Obsidian. Dieser geheimnisvolle magische Material wird zwar immer noch nicht vollkommen verstanden, doch man glaubt zu wissen, dass es dunkel und böse ist. Die Waffen sind oft geschwärzt und verbogen, aber dennoch sehr leicht, stark und mächtig. Schließlich gibt es noch Meisterwaffen. Sie sind gesegnet, großzügig geschmückt und poliert. Die besten Waffen, die ein Kämpfer bekommen kann. Abgesehen von den legendären Waffen natürlich. Zu denen kommen wir gleich, aber wir warten ab, bis das magische Buch hier seine Wanderung abgeschlossen hat. Das ist so wie so ein altes Wanderauge. Das läuft dann immer so nach vorne und hinten, links und rechts und wo es überall hin will. Ah ja, jetzt geht es schon nach unten. Also das zeigt uns jetzt im Grunde auch die Richtung des Niveaus an, also das Niveau sinkt. Diese tragen Namen und sind einzigartig. Nur wenige haben je eine gesehen und noch weniger je eine geführt. Ja, das ist ja schön. Momentan tragen wir also etwas Böses mit uns rum, aber ist ja auch nicht so schlimm. So. Ah, Meister Proper in späten Jahren ist auch wieder da. So, jetzt möchte ich mal ganz kurz nach Quests gucken. Händlermassaker, das ist ja reizend. Verarschen, das ist wirklich alles, was wir noch machen können? Ich hatte es befürchtet. Ja, Freunde, das war dann das Let's Play zu Fable Anniversary. Wir sehen uns dann in den nächsten... Nein, natürlich nicht. Wir werden mal gucken, was wir hier noch holen können. Ich glaube, das hatten wir auch alles vor kurzem erst gemacht, ne? 2000, ja, haben wir nicht mehr so viel, also... Können wir das auch knicken? Na super. Was machen wir denn jetzt? Und die Leute hier lieben uns zwar, aber wirklich was bringen tut es auch nicht. Wir können uns höchstens irgendwo noch ein bisschen umsehen, aber wir sind ja schon so weit gelaufen. Was machen wir denn da jetzt? Hat einer irgendeine Idee, was wir jetzt machen können? Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig. Oakvale hatten wir, glaube ich, ein Haus. Da haben wir aber auch schon wieder alles eingesammelt. Da haben wir jetzt letztens ja die Geistersache gemacht. Und das Hühnerweid treten, das ist ja auch noch nicht so lange her. Grabhügelfelder. Konnte man sich irgendwie in die nahen Sicht nehmen? Ah, so ging das, ja. Da wäre noch ein Tor. Wir hatten für irgendwas, wollten wir uns auf irgendein Tor, wollten wir uns auch hinarbeiten. Ja, das, ach ja, das kann ich auch nochmal ganz kurz erzählen, warum es denn so zwischenzeitlich gar keine Folge mehr gab. Mir ist nicht nur ein, sondern sämtliche Speicherstände sind defekt gewesen. Also ich bin dann reingegangen und der hat mir nur die, also du konntest zwar dann, hast im Laden, beim Bildschirmladen zwar alle gesehen, aber wolltest du die anklicken, hat halt nicht funktioniert. Dann hat er dir eine Fehlermeldung gegeben, CD überprüfen, pipapo, ansonsten konnte ich immer bloß ein neues Spiel starten, dann habe ich die Dinger nochmal, ich glaube, 5 oder 6 Mal hin und her überspielt und dann irgendwann hat es wieder geklappt. Dann war ja gleichzeitig noch, dass das andere Spiel ewig lange verliehen war und ach, hört mir auf, ich hatte da zwischenzeitlich ganz schön. Und natürlich, die Umbauarbeiten haben dann auch wieder ein bisschen reingeklotzt, also es war von allem etwas, es läppert sich ein wenig. Letzte Woche zum Beispiel, also die Woche, die jetzt hinter uns liegt, habe ich mir einfach mal gedacht, ach komm, machst du mal eine kleine Woche Urlaub und jetzt brauche ich langsam mal die Idee, wo wir hingehen. Oder wir müssen tatsächlich, wo waren das überhaupt? Wo war der blöde Architekt? Das konnte man ja woanders sehen, nicht hier, sondern so. Büchersammlung. Skorms Kapelle, Tempel des Lichts, da waren wir auch schon mal. Rette den Archäologen, ja wunderbar. Jagd nach versteckter Beute. Hühnertrittwettbewerb haben wir auch schon gemacht. Wir haben im Grunde jetzt wirklich bloß noch Rette den Archäologen. Das ist hier im Bowerstone. Ich freue mich. Herrlich. Man hat ja wirklich so... Händlerrettung. Ja. Also, auf nach Bowerstone. Da waren wir ja schon ewig nicht mehr. Bowerstone, oh Bowerstone. So, teleportieren. Da hat man gerade meinen Bart durchscheinen sehen.
den Kraftmaxenbart, so hieß der, glaube ich. So, und wir stratzen dann mal wieder nach Bowerstone und gucken, dass wir den ollen Händler retten können. Ich habe schon keine Ahnung mehr, wo der war und auch generell schon nicht. Wir waren ja mittlerweile sogar Bürgermeister von Bowerstone, ne? Ich bin übrigens auch sehr überrascht, muss ich mal ganz kurz erzählen, dass wir schon bei Folge 25 sind. Wo lande ich denn hier? Ja, ist verschlossen. Finde ich auch sehr nett. Ja, dass wir schon bei Folge 25 sind, dass wir tatsächlich schon so viele Folgen zusammenbekommen haben, mir kam das gar nicht so viel und lange vor. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ja, wir hatten ja ein Haus hier. Da können wir mal ganz kurz gucken. Könnte man irgendwo... Genau, hier könnte man sprinten. Hühner. Und hier muss irgendwo auch Kohle für uns rumliegen. Die Kinder gehören nicht zu uns. Da liegt die Kohle. Naja, viel war es nicht. So. Dann wollen wir doch mal schauen. Ich glaube, der Pfeil zeigt uns an, dass wir dort für die Quest sind müssen. Ich freue mich. Man merkt schon, mir scheint die Sonne aus dem Arsch, wenn ich nur an diese blöden Viecher denke. Ja, aber hier bin ich doch falsch. Bin ich hier falsch? Nordbowerstone. Nee, ist glaube ich richtig, oder? Südbowerstone war ja das ärmere Viertel. Und dann gab es Nordbowerstone. Oder die reicheren, flanierten und hausierten. Und von dort aus war ja dann das Gefängnisareal, wo wir dann die Typen rausgeholt haben, glaube ich. Und von dort aus ging es dann weiter. Ich bin mir jetzt aber nicht mehr so sicher. Wie gesagt, ist schon eine Weile her. Ja, das sieht... Oh, genau, hier waren wir richtig. Da ging es dann nämlich einmal natürlich dort lang und einmal ging es hier lang. Seid jetzt. Na du? Hast du gesehen, die wollte mich umarmen. Ja, da freut sie sich. So, genau, hier ist das Gefängnis. Hier war der Typ drin und wir müssen weiter runter Richtung Gefängnis. Also nicht nur die Zelle, sondern zum richtigen Gefängnis. Da waren wir ja schon einmal und sind kläglich gescheitert. Aber damals hatten wir, glaube ich, noch nicht das Obsidianschwert. Ich bin mir nicht 100% sicher. Aber ich glaube, das war dort nicht da. Es waren zu viele. Wir hatten wirklich keine Chance. Sie haben sich den Archäologen geschnappt und dort auf den Hügel verschleppt. Ich weiß nicht, was Sie mit ihm vorhaben, aber ich wette, es wird nicht lustig für ihn. Ihr müsst ihn retten. Schnell, es bleibt nicht viel Zeit. Ja, genau. Sie schicken wieder einen Wildfremden los. Die Lakaien haben den Archäologen gefangen. Hatten wir schon mal. Aber ich mach's trotzdem nochmal. Verfolgt und eliminiert seine Häscher, um ihn zu retten. Natürlich. Machen wir doch gerne. Großtaten sind nicht möglich. Ich folge euch nach. Alles klar. So, dann wollen wir nochmal gucken, wie war denn das mit dem Kämpfen hier. Ich bin schon wieder ein bisschen draußen. Zack. Wir hatten doch irgendeine ganz tolle Sache noch, meine ich mich zu erinnern. Wir hatten uns irgendeinen blöden Zauber geholt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, welcher das war. So. Ey, die halten einfach so dermaßen viel aus. Im Vergleich zu unserem seltsamen Polizisten. Blöde Drecksvieh. Alter. Wir hätten vorher mal nach dem Zauber gucken sollen, welcher das jetzt genau war. Und vor allem hätten wir uns Heiltränke einpacken sollen. Ich bin so dämlich manchmal. Immer. Natürlich immer. Alter. Vor allem, dass das dann 50.000. Ich kann mich jedes Mal wieder über diese blöd gesetzten Gebietsspawn-Points. Ich sehe nichts mehr. Über diese blöd gesetzten Gebietsspawn-Points, in denen man dann erstmal, wenn man allein schon durch die Kampfbewegung so ein bisschen nach vorne rutscht, noch die drei nächsten Gegnergruppen.
blöde Drecksvieh. Jetzt gehen wir aus der Sonne. Oh mein Gott, wir haben wieder einen Tod bekommen. Ich glaub's nicht. Alter. Da war eine Truhe irgendwo. Da müsst ihr euch mal reinziehen. Beim Kampf sind wir jetzt hier nach oben gerutscht. Einfach so. Zack. Wir machen dem Viechern einfach mal so dermaßen keinen Damage. Durchdringungsverstärkung. Setzt die Wirksamkeit feindlicher Rüstung herab. Über die Waffenmenü können. Ah, alles klar. Haben wir da eigentlich Platz drauf auf dem Ding? Nur mal so aus Just for Fun. Ausrüstung. Wo haben wir denn sowas? Hier haben wir sowas, ne? Obsidian-Katana. Zack. Kopf der Wespenkönigin. Da haben wir auch ein schönes Sammelsurium. Was haben wir hier? Karten, Bücher. Über was konnte man das jetzt machen? Über die Waffen selber? Obsidian-Katana, so. Und jetzt verstärken. Mal zwei. Ach so. Durchbohren mal zwei. Anwenden. Zack, hau rauf den Lachs. Das Ding jetzt drauf. Verstärken mal eins. Durchbohren. Aha. Okay. Okay, jetzt können wir sie bloß noch führen. Also, ich weiß, ich komme da teilweise selber nicht mit. Ihr braucht mir da gar keine komplexen Fragen zu stellen. Ich bin froh, dass ich da einigermaßen durchsehe. So, Mehrfachschlag hatten. Genau, das war das, was wir hatten. Mehrfachschlag. Den wollte ich mir ausrüsten. Aber es ist immer das blöde Blitz ausgerüstet. Wie war denn das? So. und dann. Genau, so. Diese Dinger sind verdammt zäh, aber nicht so zäh. Ja, Herr Raab, da haben Sie recht. So, komm, Kollege. Hier haben wir noch eine Truhe. Komm, Alter. Ich hasse dieses Ding. Ob ein Mehrfachschlag geht das eigentlich? Frisst zwar ein bisschen Mana. Ich wollte eigentlich die Truhe öffnen. Ich bin schon wieder total unfokussiert. Zack. Was haben wir denn so? Einen Ebenholz-Langbogen. Die Geschmeidigkeit und Stärke von Ebenholz machen die Höhe und Zielgenauigkeit und große Durchschlagskraft dieser Waffe aus. Ah ja. Schaden 130. Nehmen wir einfach mal mit. Ich bin eh nicht so der Bogenschütze. Das liegt allerdings daran, dass das hier mehr als gewöhnungsbedürftig ist. Man darf natürlich nicht vergessen, es ist ein älteres Spiel. Das Steuerungskonzept und Schema war damals sehr gut. Wurde allerdings, oder ist, dadurch, dass es halt nicht wieder verbessert wurde, noch auf dem damaligen Stand geblieben. Hallo? Freund Nase. Und ist damit natürlich heute ungewohnt schlechter oder ungewohnt. Der Lakaien Herbeirufer hat eine Barriere errichtet. Ihr müsst ihn töten, um sie zu beseitigen. Alter, du blöde Drecksvieh. So. Der Mehrfachschlag macht aber ordentlich. Also, Alter, du blöd. Ja, das war natürlich wieder toll. Aber man merkt schon, sie sind nicht mehr ganz so hart. Jetzt wo wir die Durchdringungsdinger drauf haben und ab und zu den Mehrfachschlag nehmen. So, machen die nicht mehr ganz so viel Damage. Beziehungsweise doch, sie machen doch genauso viel Damage. Das ist Schwachsinn, was ich erzähle. Na komm mal her, mein Freund. Los, wir schnappen sie uns. So. Aua. Ich glaube, Stefan Raab haben wir nicht mehr lange dabei. So, wie war denn das hier? So, ne? Nee. So. Also, da habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, wie es ging. Ich glaube, A drücken. Oh, ja, Das war ja irgendwie so, wenn der zieht, dann dürfen wir nicht ziehen. Ganz komisches Prinzip.
warten. Genau, und wenn der halt von, wenn dieses ertönt, darf man selber nicht so viel einziehen, weil man sieht dann schon, der Balken verfärbt sich. Und das heißt dann im Grunde, dass das Seil kurz davor ist zu reißen. Ich hab was gefangen!